Hey Freunde und herzlich willkommen zur 14. Etappe der Tour de France von Saint-Étienne nach Mende. Und das sieht nach einem Profil aus, das wirklich uns passen sollte, uns gelegen kommen sollte. Ich hoffe, dass wir heute also die Probleme der letzten paar Etappen, vielleicht kann man das so ausdrücken, wieder einigermaßen gut machen können. Und dafür starten wir jetzt erstmal ins Rennen. Ich habe es versucht, aber es nicht geschafft, Sam Bennett in die Ausreißergruppe zu bekommen. Ich glaube, ja, das Team von Caleb Ewan unter anderem hat sich dem wenig in den Weg gestellt. Ihr seht hier auch die ganzen Kandidaten für das Grüne Trikot mit vorne dabei. Und irgendwie wollte man mich da nicht fahren lassen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube, das ist jetzt nicht so realistisch, dass man Sam Bennett jetzt hier nicht in eine Ausreißergruppe lässt. Aber ihr seht an der Energie, also was soll ich noch groß tun? Wir haben heute eine minus 3 bei Schachmann, was natürlich absolut suboptimal ist, gerade für so ein Finish. Dafür halt die plus 2 bei Vlasov, was super cool ist. Ja, und die plus 2 bei Sam Bennett wird mir heute wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil, wie gesagt, ich nicht in die Gruppe reingekommen bin. Ansonsten Konrad immerhin noch bei einer 0. Das ist noch vielleicht ganz hilfreich. Ja, das heißt, man sieht schon, dass meine Fahrer so ein bisschen ausgelaugt sind von den Strapazen der bisherigen Tour de France. Der Sprint wird angefahren von Van Poppel. Sam Bennett natürlich in der optimalen Position. Das sind 800 Meter bis zur Linie. Ich glaube, so, jetzt spätestens jetzt, vielleicht war es sogar ein Klick zu spät, sollte ich lossprinten. Und nein, das sieht gut aus. Sam Bennett hat den Job für heute getan, genauso wie Van Poppel. Da habe ich noch mal ein paar Punkte geholt, gerade auch auf Caleb Ewan. Aber der Abstand ist noch recht groß. Folgendermaßen, ich habe bekommen 7 Punkte, Ewan hat einen gewonnen. Ja, aber ihr seht das hier, der Abstand noch ziemlich groß und wir haben ja auch noch einen Pogacar. Und Van Poppel, ich habe eigentlich gemeint, ich hätte das hier eingestellt, aber ich habe es wohl nicht getan. Uiuiui. Bin ich gerade meine eigenen Fahrer gefüllt in Schwierigkeiten. Und es sind die ersten Fahrer, die. Oh. Ich glaube, die waren schon ein bisschen länger da hinten dran. Sepp Kuss und Thibaut Pinot. Ich glaube, die haben auch ordentliche Probleme. Da stimmt irgendwie was nicht so ganz. Lafay und Hermanns. Eigentlich auch keine so schlechten Fahrer. Und hier ist die Spitze des Feldes aus Versehen von Van Poppel jetzt hier noch ein bisschen stark das Tempo forciert. Das war tatsächlich nicht mein Ziel. Dachte irgendwie, ich hatte hier das, das Automatische eingestellt. Soeben wurden die Ausreißer eingefangen und wir sind in einer super Position mit unseren Fahrern vorne. Ja, Vlasov sieht noch ziemlich stark aus. Schachmann war, wie gesagt, heute leider mit einer schlechten Form und aus Versehen nicht auf der 80. Kann also wieder ein bisschen nach vorne fahren. Kemna wird wahrscheinlich heute die Person sein, die Vlasov diesen letzten Anstieg hier hochführen wird. Natürlich auch mit Hilfe von Patrick Konrad, der eigentlich heute bessere Werte hat. Aber bisher irgendwie ein bisschen mehr gefordert wurde. Ja. Insofern sehen wir uns dann wahrscheinlich bei der nächsten Gruppe wieder. Ich schalte Schachmann höchstpersönlich ein, um hier nochmal das Tempo ein wenig zu verschärfen. Der gute Mann wird jetzt hier gleich auch wahrscheinlich als erster über diese Bergwertungslinie rüberziehen. Hier aber noch ein bisschen entfernt ist, also ich schalte nochmal auf die 80 runter. Ihr macht das, was Van Poppel aus Versehen gemacht hat. Ist das ein Angriff von Wellens? Was sieht so aus? Dann greife ich gleich selbst nochmal an, aber das werden die Punkte für den guten Herrn Wellens. Ja, Vlasov heute noch fit. Wie gesagt, Schachmann leider nicht so sehr. Und ja, das hat es ja natürlich dann auch nicht so sehr gebracht, dass er dann noch hinter Wellens reingekommen ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Sah nicht danach aus, als würde da noch jemand ist tatsächlich versuchen, die Punkte mehr strittig zu machen. Wellens ist jetzt in der Gruppe, die zurückgefallen ist. Übrigens auch mit Adam Yates. Und es ist schon wieder ein Sturz. Und Adam Yates tut mir nur noch leid. Über eine halbe Stunde Rückstand im Gesamtklassement. Aber auch sein ja, Leader in dieser Version, also nicht in echt, aber hier in dem Spiel. Martinez ist geschützt, 10 Minuten Rückstand auch, aber immerhin eben auf Platz 5.
ja auch er dann wahrscheinlich nicht mehr die Gefahr für mich und Vlasov mit seinem dritten Platz. Ja, schön wäre es auch in echt. In der Gruppe habe ich übrigens Malen und Van Poppel ganz weit hinter. Vielleicht sogar, wenn ich mir das hier angucke. Kandidat, der heute aufgeben muss. Wäre natürlich sehr tragisch. Van Poppel hätte ich auch gerne dann nochmal in der Champs-Élysées-Etappe dabei, um den Lead-Out für Sir Bennett zu fahren. Hat schon sehr große Probleme. Und wir müssen jetzt langsam schon mal gucken, dass wir gleich hier einen Zug organisieren können, weil wieso ist Pollitt so weit hinter demjenigen, den er schützen soll? Das macht nicht so viel Sinn. Weil wir ja jetzt hier schon kurz vor der Steigung sind. Ich hoffe, Pollitt fährt jetzt erstmal wieder nach vorne. So schaut's aus und dann kann ich das jetzt schon machen. Vlasov hinter Kemna, hinter Konrad Kemna, ich mit 1 Stunde 7 Minuten. Schachmann und Pollitt, aber das war dieser eine Fehler, den ich gemacht habe, wo ich vergessen, da hatte ich ihn halt so eingestellt, damit er nicht im Weg fährt und dann vergessen, wieder loszuschicken. Das ist natürlich ein sehr doofer Fehler. Passiert. I don't know. Aber ich konnte ihn jetzt bisher auch noch nicht so sehr auf die Etappensiege schicken, weil er halt eben wirklich hier in Diensten von Vlasov fahren muss. Und jetzt mitunter eigentlich sein bester Helfer ist, wenn wir mal ehrlich sind. Sagt man ja in letzter Zeit auch nicht mehr so stark unterwegs und Konrad meistens dann der Vorletzte. Wir fahren mit vielleicht etwas zu viel Tempo. Wenn ich ehrlich bin, auf diese letzte Steigung hoch, wobei Polle gerade derjenige ist, der hier nochmal ein bisschen Tempo machen kann. Mit seinem heute 78er Ebenenwert. Und gleich geht's hoch. Côte de la Croix. Nö, ich habe keine Ahnung. Ich habe nie Französisch in der Schule gehabt. Ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Und es gibt die ersten Attacken. Gaudu und Woods. Starke Attacken. Wir haben Caruso, wir haben Haig und jetzt auch noch Alaphilippe. Wir haben Sam Bennett. Frag mich nicht. Und wir haben Schachmann, würde ich sagen, der jetzt versucht mal, sich das Hinterrad von Alaphilippe zu schnappen. So. Machen wir das so. Und so. So weit, so gut. Natürlich Alaphilippes Hinterrad mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Und er geht direkt nochmal für die Attacke. Unglaublich. Hey, geht auch. Ja, dann ist das besser, weil wir da jetzt weniger Kraft für aufwenden müssen. Alaphilippe war schon ein bisschen zu weit weg. Sehr vorsichtig bin ich hier. Wir sind gleich schon an der Bergwertung. Wir haben noch jede Menge Energie übrig. Ich meine, das Feld ist auch noch extrem groß. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, dass ich gleich hoffentlich nicht Schachmann vergesse. Aber jetzt nochmal ordentlich Speed mit Konrad einstelle. So, Vlasov ist durch. Genau, erstmal Konrad und dann hoffentlich. Ah, den habe ich schon wieder ein bisschen verpasst. Jetzt Kemna. Ich glaube, Kemna kann selbst jetzt mal für die Attacke gehen. Ich hoffe, dass Konrad so auch aus dem Weg gehen kann. So sieht's aus. Stelle ich ihn auch mal auf automatisch. Wir haben damit quasi schon den Sprint gestartet von Kemner, sobald jetzt hier rüber ist. Und wir haben aber noch 1,8 Kilometer. Ich weiß nicht, was Van der Poel vorhat. Ich würde mal sagen, Van der Poel hat vor zu sprinten. Und ich hänge mich hinten dran. Wie sieht es hier aus? Es gibt doch diese eine letzte Kurve und dann geht es, glaube ich, geradeaus. Nein, es gibt hier noch die letzte Kurve. Das heißt, ich kann jetzt schon sprinten, oder? Nee, ich glaube noch.
würde ich es nicht machen. Wobei, ich würde es jetzt machen. Vlasov, go. Vlasov. Und es war ziemlich gutes Timing. Es war fast optimal. Holt sich den zweiten Platz auf dieser Etappe. Plus Zeitbonifikation. Hinter Alaphilippe. Van der Poel wird als Dritter reinkommen. Toins und dann tatsächlich schon Pogacar. Roglic wird vor Kemna reinkommen. Es wird jetzt nicht so wirklich die Zeitabstände für mich gehen. Konrad sprintet mit Maas, aber gut, wenn er vor Maas reingekommen wäre, wäre das doof gewesen. Hätte er ihm ja noch Zeit verschafft, aber es kurz danach. Also alles gut. Auch nicht schlecht für unsere Teamwertung. Hier sehen wir doch mal, wie die Fahrer angesprintet kommen. Es ist Alaphilippe, der die Arme schon hochreißen kann, und Vlasov, der hier nochmal an Van der Poel vorbeisprintet. Hier haben wir Kemna, hoffentlich, dass es dass Kemnas Position jetzt hier auch keine Probleme gibt mit den Zeitabständen. Ne, das sieht gut aus. Wir haben ganze 19 Sekunden auf diese Gruppe um Enric Maas und Patrick Konrad gewonnen. Vlasov hat keine Zeit auf Roglic gewonnen, aber das ist okay. Ich meine, wir sind auch fast 4 Minuten hinter Roglic. Wir sind aber auch schon über 3 Minuten jetzt vor Enric Maas. Und nochmal viel mehr vor Martinez, und Van der Poel ist actually halt noch auf dem 6. Platz der Gesamtwertung. Absolut krank. Auch Alaphilippes Position. Nützenke auch ein bisschen heftig. German Thomas auf 10 und dann Caruso ist auf 11. Schachmann wie auf dem 13. Konrad auch nicht schlecht, jetzt auf dem 19. Platz. Und ja, hier seht ihr nochmal die Aufgaben. Da habe ich Jakobsen hinten. Und mein schlechtester Fahrer, Danny Valpoppi, heute auch als 157. reingekommen. Ich hoffe, er schafft es wirklich bis nach Paris. Vlasov tatsächlich jetzt wieder in der Punktewertung vor Sam Bennett. Ja, es ist tatsächlich die Frage, ob ich nicht wirklich mit Vlasov für die Punktewertung gehen. Bergwertung, ja, es scheint auch ein bisschen unerreichbar. Jungfahrerwertung kennen wir ja, das Ding Bahrain Victorious ist 1:30 vor unserer Teamwertung. Das ist ein guter Abstand noch. Aber in den Bergen kann jetzt noch viel passieren. Wir haben nochmal 3 krasse Bergetappen hier in den Pyrenäen. Da kann auf jeden Fall noch viel abgehen, aber vorher haben wir noch diese eigentlich prädestinierte Etappe für Ausreißer, möchte ich fast behaupten. Aber auch eine Sprintetappe vielleicht. Ich denke mal, in PCM ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wir hier in den Sprint kommen werden. Um Sam Bennett, und das wird dann wahrscheinlich unser Ziel sein. Und uiuiui, die Fitness von Nils Pollitt, die Fitness von Danny van Poppel, ist es schwierig. Mann, wie viel Regeneration hat der? 70 immerhin. 69. Das sind gar nicht so schlechte Werte. Aber die Fitness sieht grauenhaft aus, to say the least, aber auch bei Patrick Konrad sieht sie nicht gut aus. Man sieht schon, dass die Fahrer, die hier mehr Fitness haben, auch ein bisschen mehr Regeneration haben. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Ich denke mal, aber es sollte ja bei den anderen Teams ähnlich aussehen. Wahrscheinlich auch das mitunter der Grund, wieso wir in einem Pinot und so weiter ja, so ein bisschen haben schon sacken lassen. Aber nächste Etappe mit Favorit Sam Bennett. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Mach's gut und bye bye.